Unser Ziel ist es, ihre Feier mit personalisierten Geschenken für sie und ihn unvergesslich zu machen, schreiben die Verkäufer. Im Grunde genommen hat er recht. Ein solches Geschenk bleibt tatsächlich für immer in Erinnerung. Es handelt sich um einen 56 cm langen Streitkolben, der mit 20 mäßig scharfen 2,5 cm langen Stahlspitzen versehen ist. Diese Waffe wird ein großer Hit auf dem mittelalterlichen Markt oder bei deiner Lieblingsbarbarenbande sein, heißt es in der Beschreibung. Der Spaß ist um 61 Euro zu haben. Falls euch die Idee mit dem Streitkolben ein wenig altmodisch erscheint, gibt es eine modernere Version. Es trifft dich aus dem Nichts wie eine Tonne Ziegelsteine, heißt es in der Beschreibung. Und warum ist das so? Der Streitkolben wurde nach einem einzigartigen Designkonzept entworfen. Das Kernmaterial ist Polypropylen. Die Waffe wird mit einem speziellen Verfahren hergestellt, welches Haltbarkeit mit soliden Abmessungen kombiniert. Der Griff ist 85 cm lang und mit rautenförmigen Elementen verziert, die für guten Halt sorgen. Das ist eine gute Option, wenn man Kinder hat, schreibt ein Kunde. Denn der Streitkolben kann nicht schneiden oder stechen, sodass es schwierig ist, sich damit versehentlich zu verletzen. Der Preis beträgt 36 Euro. Und diese Waffe sieht aus, als käme sie aus Mortal Kombat. Es handelt sich nicht um einen Prototyp, einen Selbstbau oder einen Scherzartikel, sondern um ein echtes Serienmodell für 63 Euro. Die Kette hat 21 ungewöhnliche Scheiben. Das Hauptmaterial ist Stahl. Die Waffe ist 118 cm lang und wiegt etwa 400 Gramm. Wenn du dir Sorgen machst, dass du dich verletzen könntest oder wenn du dich nicht mit Hooligans auf der Straße prügeln willst, hängst du die Kette am besten einfach an die mitgelieferte Wandtafel aus Hartholz. Das ist eine lustige Idee für Regionen, wo es nicht nur viele Kriminelle, sondern auch viel Regen gibt. Mit einem Schwertschirm wie diesem kann man sich alles erlauben. Zudem ist es auch noch patentiert. Der Schirm misst 71 cm in der Länge und verbirgt im Inneren eine 25 cm lange Klinge aus chirurgischem Stahl. Von der Verriegelung bis zur Öffnung vergehen nur 2 Sekunden, und zwar mit offenen oder geschlossenem Schirm. Das System Double Lock verhindert ein versehentliches Öffnen. Die perfekte Waffe für zukünftige Horrorfilme, schreibt der Nutzer. Die Kosten betragen rund 57 Euro. Zusätzlich zum Regenschirm gibt es diesen Stock mit einem Griff in Anlehnung an die legendäre Colt 1911 Pistole. Der Schaft ist aus Aluminium 6065, das zum Beispiel auch für Fahrradrahmen verwendet wird. Die Wandstärke beträgt 3 mm und im Inneren befindet sich eine 48 cm lange Stahlklinge. Sie lässt sich weder verbiegen noch brechen und sticht dank ihrer langen, nadelscharfen Spitze ein klaffendes Loch in so ziemlich jedes Ziel, sind die Hersteller überzeugt. Der Stock und das Schwert wiegen insgesamt etwa 1,7 Kilogramm und kosten rund 104 Euro. Dieses Accessoire sieht so aus, als käme es aus Game of Thrones. Es wiegt etwa 133 Gramm und seine Klinge ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Von einem Überraschungseffekt kann hier keine Rede sein, aber wenn ihr einen oder beide Finger damit verziert, könnt ihr wie Sauron aus Herr der Ringe alle Anwesenden erschrecken. Der Preis liegt bei etwa 14 Euro und das Zubehör wird weltweit verkauft. Es ist sogar in einem Online-Shop in Mosambik zu finden. Als nächstes kommt ein traditionelles Klappmesser, welches aber ganze 298 Euro kostet. Wie unterscheidet sich das Messer von seinen Kollegen? Der Hersteller bietet 2 Positionen an, fixiert und stoßend. Die Transformation erfolgt mit einer Bewegung und ermöglicht es, den Griff schnell zu ändern und den Gegner unangenehm zu überraschen. Das Messer ist 158 mm lang, hat einen Griff aus Titan und wiegt 96 Gramm. Die 57 mm lange Klinge ist aus CPM 20CV Stahl gefertigt, der hohen mechanischen Belastungen standhält und auch unter extremen Bedingungen einsatzbereit ist.
Ich merke das Geräusch, das es macht, wenn es seine Position ändert, schreiben die Nutzer in den Kommentaren. Hier kommt der klassische Ninja-Favorit, zumindest laut Verkäufer. Diese Art von Spikes eignet sich zum Klettern, zum sicheren Gehen auf Eis und natürlich zur Selbstverteidigung. Das Paar kostet bescheidene 20 Euro und das Grundmaterial ist Stahl, der mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen ist. Die Spikes sind für herkömmliches Schuhwerk geeignet, aber es gibt einige Nachteile. Einige Kunden haben sich beschwert, dass der Stahl beim Gehen zu laut ist. Das wird echten Ninjas wohl kaum gefallen. Findet ihr, dass die Spikes ihr Geld wert sind? Weiter geht es mit einem selbstgemachten Taser-Handschuh. Filmfans werden sich jetzt wahrscheinlich an Iron Man erinnern, und das aus gutem Grund. Der Kerl schreibt, dass er seine eigene Version von Tony Starks selbstgemachten Handschuh aus dem dritten Film gemacht hat. Um eine Entladung auszulösen, muss man nur ein paar Spikes verbinden, indem man seine Finger biegt oder eine Metalloberfläche berührt. Das Tool ist durchaus zur Selbstverteidigung geeignet und der Macher verspricht, dass er in Zukunft weiter daran arbeiten wird. Ich bin zwar nicht Tony Stark, aber ich habe mein Bestes gegeben, um eine geniale Erfindung nachzubilden, fügt er hinzu. Eine weitere von Superhelden inspirierte Entwicklung sind Spielkarten. Diese Packung kostet 40 Euro und enthält 4 2 mm dicke Stahlasse. Jede Karte wiegt 42 Gramm und ist bereits geschärft, sodass man nur noch ein Ziel finden und üben muss. Zur sicheren Aufbewahrung gibt es eine Hülle. In den Kommentaren erwähnen Internetnutzer auch den berüchtigten Falschspieler und Schwindler Twisted Fate, der auch gut im Umgang mit Karten ist. Kennt ihr das Sprichwort My home is my castle? Aber eine gute Festung besteht nicht nur aus stabilen Mauern. Auch die Qualität der Waffen ihrer Verteidiger sind ebenso wichtig. Ungebetene Gäste könnte man zum Beispiel mit dieser Armbrust verjagen. Sie heißt Alligator 2 und kostet 64 Euro. Die Armbrust verfügt über einen komfortablen Pistolengriff und bietet zahlreiche Aufrüstmöglichkeiten, wie zum Beispiel ein verbessertes Magazin, das in 3D-Druckverfahren hergestellt werden kann. Der Pfeil hat eine Fluggeschwindigkeit von 175 km/h und wiegt etwa 800 Gramm. Der verstellbare Schaft und die Picatinny-Schiene runden das Erlebnis ab. Wenn deine Festung zu smart für eine Armbrust ist, könnte vielleicht dieser Raketenwerfer dein Zuhause schützen. Es handelt sich um ein leistungsstarkes, aber nicht tödliches Luftgewehr, das 8 Gramm Kugeln aus kupferverstärktem Nylon verschießt. Der Hersteller verspricht eine Mündungsenergie von 28 bis 36 Joule und einen Schuss in bis zu 10 Meter Entfernung. Allerdings sei die Waffe nicht für Anfänger geeignet. Sie wird mit 4 Magazinen für 6 Schuss, einer Tasche, Riemen und Werkzeugen geliefert. Und der Preis beträgt 1.372 Euro. Hier kommt ein Klassiker zu einem vernünftigen Preis. Für diesen Schlagring verlangt der Hersteller 15 Euro. Er ist aus einem Stück Stahl gegossen und wiegt 150 Gramm. Die Logik des Verkäufers ist folgende. Die vier Spitzen bedeuten ihm zufolge vierfachen Schutz. Und das ist auch gut so. Allein in den USA gab es im Jahr 2020 um 100.000 Angriffe mehr als noch im Jahr 2019. Und wenn ein Schlagring nicht erforderlich ist, gibt es eine Alternative. Der Verkäufer sagt, es handelt sich um ein Schmuckstück. Allerdings sind die Skelettfinger aus Metall, also könnte man damit versuchen, einen Übeltäter auf unangenehme Weise zu überraschen. Mit einem Gewicht von 69 Gramm ist das Armband etwa 6 cm breit und eignet sich sowohl für Frauen als auch für Männer. Der Preis beträgt rund 4 Euro.